Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Ja, heute mal wieder ein kleines Unboxing. Das heißt, ich brauche mein Klappmesser. Und zwar geht es heute um einen Platinencomputer. Und zwar, genau gesagt, den Raspberry Pi 3 Modell B. Wie ihr seht, er ist noch komplett zu. Also da war noch keiner dran, es ist wirklich ein neuer. So, und der Grund, warum ich mir jetzt einen Raspberry gekauft habe, ist folgender. Mit dem Raspberry kann man sich eine Retro-Konsole basteln, die alles Mögliche an Retro-Games spielen kann. So, also das heißt, alle Konsolen, die seit 87 ungefähr bis 99 rausgekommen sind, so um den Dreh. So, wenn wir jetzt die Verpackung aufmachen, als erstes haben wir ja so einen schönen Packzettel, wo all möglicher Mist drin steht. So, und dann natürlich den Raspberry 3 selber. Und wie ihr seht, ist ziemlich klein, wie die Verpackung vermuten lässt. Und ja, das ist er dann auch. Also wie gesagt, ich habe relativ große Hände und das Ding ist wirklich niedlich. Von der Fläche her würde ich sagen, warte mal, ich habe eine Laptop-Festplatte hier. Irgendwo. Das ist eine 2,5 Zoll Festplatte. So, und das ist der Raspberry Pi. Wie ihr seht, er ist kleiner als eine 2,5 Zoll Festplatte. So. Ja, wie gesagt, der Raspberry Pi 3 hat einmal LAN, viermal USB, einmal Klinke für Out, also für nach draußen, Kopfhöreranschluss oder ähnliches, einmal HDMI. Und das hier ist der Stromanschluss. So, auf der Platine selber sind noch ein paar Anschlüsse. So, und das hier ist zum Beispiel so ein GPIO, heißt das Ding, oder wie auch immer. Ja, vergleichbar mit einem Floppy-Laufwerk-Anschluss, falls jemand sowas noch kennt, von der Größe her. Und hier kann man eben halt, jeder Pin hat so seine eigenen Schaltkreismöglichkeiten und man kann halt damit jede Menge Geräte zum Beispiel anstöpseln. Da muss man aber ein bisschen firm drin sein, das geht nicht einfach so, da muss man wirklich. Und der Seite hier ist der SD-Karten-Slot. So, und da kommt die SD-Karte rein. Das ist dann praktisch die Hauptfestplatte von dem Raspberry. Ja. Zur Installation braucht ihr also, wie gesagt, einmal eine Micro-SD-Karte. 32 GB sollten locker auslangen. Größer braucht ihr eigentlich nicht. Und ein USB-Stick. Ja, die Installation will ich jetzt hier nicht erklären, weil darum geht es jetzt gar nicht, sondern wir unboxen das. Wir gucken jetzt erstmal die Hardware an. Vielleicht mache ich noch ein Video zur Software, das muss ich dann sehen. Weil ich habe das Problem, ich habe keine Capture-Card. Ich kann den nicht aufnehmen. Also das Bild, was wir dann haben. So, dann braucht ihr halt noch, normalerweise würde ein normaler Micro-USB-Anschluss lang vom Handy oder so. Aber ihr braucht ein Netzteil, was ordentlich Wumms hat. Und das, was ich jetzt hier mitgekauft habe, das hat 3 Ampere Ladestrom. Und das braucht der Raspberry auch. So, wie ihr seht hier, das ist der normale alte Anschluss. Wie gesagt, 3 Ampere und hier ist noch so ein kleiner Stromschalter dazwischen. Allerdings folgendes, ihr dürft den Raspberry nicht einfach den Strom klauen. Das kann nämlich sein, dass dann die SD-Karte in die Grütze geht. So, dann als nächstes haben wir noch ein Gehäuse. So, und ich hatte jetzt lange überlegt, nimmst du jetzt so ein billiges aus Plastik, nimmst du eins aus Alu, nimmst du eins aus Holz oder was weiß ich was, es gibt ja so viele unterschiedliche Sachen. So, und ich habe mich jetzt aufgrund der Kühlmöglichkeiten
habe ich mich für ein Alugehäuse entschieden. Und das Alugehäuse ist von Flirk. Ja, Flirk. So. Es ist eigentlich eins für den Raspberry 2B. So, der 3B passt aber auch rein. So, und der Grund hierfür ist ganz einfach die Bauweise. Die haben sie nicht geändert vom 2er auf den 3er, also zumindest beim Modell B nicht. Und dieses Gehäuse ist, wie gesagt, aus Aluminium. Es ist auch richtig schön kalt gerade. So, hier kann man dann eben halt abnehmen. Das ist die Unterseite. So, hier sind dann ein paar Schrauben und ein Klebepad drin. So, und das Besondere an diesem Gehäuse ist jetzt, hier in der Mitte ist ja so ein Monolith, will ich jetzt mal sagen. Also so eine Alusäule drin. Und diese Alusäule geht auf den Hauptchip, wenn ihr den Raspberry da reinbaut. So, das ist der Hauptprozessor und der wird dann durch dieses Gehäuse passiv gekühlt. Das heißt, es gibt ja bei eBay und bei Dings, bei Amazon und sowas, gibt es so viele Gehäuse, die oben so einen ganz kleinen 32er Lüfter oder sowas drin haben. Und da habt ihr dann das Problem, das Ding läuft. Der Raspberry steuert die nicht selber, die Temperatur oder sowas, sondern das Ding läuft immer. Und das heißt, ihr habt dann immer den Lüfter laufen. Und wer diese kleinen Lüfter noch von früher kennt, die waren nämlich früher auf den Intel P1 und so weiter teilweise drauf, der weiß ganz genau, wie laut die Scheißdinger sein können. So, und das ist jetzt eben halt eine Passivkühlung. So, und damit kühlt der Raspberry über das Gehäuse. So, das heißt, das Gehäuse ist praktisch ein riesiger Kühlkörper, der jetzt, wie gesagt, den Hauptprozessor, wie gesagt, kühl hält. Und das ist natürlich schön, gibt keine Geräusche. Wir können auch gleich mal gucken. Bei dem hier wird das eben halt so rum eingebaut, dass ihr die Platine reinlegt. In etwa so. Dann seht ihr auch hier die Anschlüsse, die sind genau bündig und genau da, wo sie hingehören. Hinten die USB-Ports und so sind auch wunderbar bündig. So, und jetzt hat man hier an der Seite noch ein kleines bisschen Luft. Und das hat nämlich folgenden Grund. Wie ihr seht, hier unten, hier ist die GPIO-Leiste. Und ihr setzt praktisch das Gehäuse-Bodenteil hier wieder rein. Wenn er jetzt mal richtig mitmacht. So, und schraubt den dann fest. Und dann habt ihr hier an der Seite noch einen kleinen Schlitz, damit ihr da ein paar Kabel ausführen könnt. So, das heißt also, auch in diesem geschlossenen Gehäuse könnte man jetzt immer noch Kabel rausführen, die eben halt diesen breiten Steckanschluss benötigen. So, leider vorne, ich glaube, der hier vorne direkt an dem, der Anschluss zum Beispiel und der andere kleine hier, die haben dann leider nur schwer die Möglichkeit, nach draußen geleitet zu werden. Man könnte natürlich auch hier dann drüber gehen und durch den Schlitz Kabel rausführen. Aber wie gesagt, es ist ja also eine Sache, so als Mediencenter und so hatte ich mir gedacht, brauchst du es denn sowieso nicht. Wie gesagt, ich habe vor, auf dem Ding hier Kodi und RetroPie zu installieren. Und wie gesagt, ein Kodi ist einfach ein Medienwiedergabe. Betriebssystem und RetroPie halt für die ganzen alten Spiele. So. Das ist so meine Idee, die ich jetzt hatte mit dem. Wie gesagt, ihr braucht natürlich eine SD-Karte. Ich habe jetzt diese hier genommen. Das ist hier eine von diesen rot-grauen. Hier sieht man sie mal. Das ist eine von diesen hier, die habe ich mir schon fertig gemacht. Deswegen ist die jetzt hier in dem Halter mit drin. Erstmal, damit ich sie nicht verliere. Und wie gesagt, also die 32er langt völlig. Da könnt ihr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 6, 7 verschiedene Betriebssysteme draufwerfen. Das langt. Ja, und das alles, wie gesagt, wenn man das zusammenbaut und so weiter, wie gesagt, ergibt dann halt ein kleines Mediencenter oder ähnliches.
Und wie gesagt, ihr könnt das dann halt mit HDMI direkt hinten an den Fernseher ranbasteln. Und das Gehäuse ist so klein und leicht, also das alles zusammen wiegt so viel wie mein Handy vielleicht. So, und das könnt ihr dann zum Beispiel hinten an den Fernseher direkt dran kleben. Und habt dann also theoretisch kein Gerät mehr rumstehen, wenn das hinten am Fernseher klebt. So, der Raspberry hat onboard Bluetooth und WLAN. Das heißt, ihr könnt theoretisch auch wunderbar Bluetooth und ähnliche Tastaturen verwenden. Also zum Beispiel alles, was für Android freigegeben ist oder ziemlich viel, was für Android freigegeben ist oder so, könnt ihr halt mit dem Raspberry auch benutzen. Ja, wie gesagt, so kann man sich denn halt ein kleines Multi-Gerät zusammenbasteln, Medienserver oder sonst was, und ihr könnt eben halt auch, wenn da die USB-Ports ja freiliegen, eure Sachen auf zum Beispiel Festplatten oder so speichern und hinten ranstecken. So, und wenn ihr das rangesteckt habt, dann könnt ihr auch auf die USB-Datenträger dann zugreifen und habt praktisch einfach nur den Raspberry als Abspielgerät und könnt dann halt immer wieder Festplatten oder so anstecken oder USB-Sticks anstecken. Und habt dann praktisch ein wunderbar kompaktes Mediencenter, was eben halt alle eure Videos und so weiter abspielen kann. Macht sich richtig gut und ich hoffe, dass das soweit alles klappt. So, das sollte es erstmal für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Eventuell schneide ich hier hinter jetzt nochmal gleich, wie das denn zusammengebaut aussieht, wenn ich das jetzt richtig zusammengesteckt habe alles. Und Installationsvideo weiß ich nicht, ob ich es machen werde. Vielleicht verlinke ich eins. Das ist dann aber auf Englisch. Und ja, das war's dann erstmal. Bis dann. Ciao. So, herzlich willkommen zum nächsten meiner Videos. Ich habe mir jetzt doch gedacht, ich mache nochmal ein Installationsvideo zu diesem Gehäuse. Und zwar, es ist so ein Klebepad mit dabei, das gehört auf diesen Kühlmonolithen hier. So, dann nehmt ihr den Raspberry Pi, hakelt den da wieder rein, so wie er dann am Ende in das Gehäuse gehört. So, dann legt ihr den Deckel drauf. Achso, nochmal eine Kleinigkeit zum Deckel. Der ist eigentlich für den Raspberry Pi 2. Der Raspberry Pi 2 hat auf der Seite hier die LEDs, die Basis-LEDs. So, und der Raspberry Pi 3 hat die auf dieser Seite. Da jetzt aber das Gehäuse für den 2er ist, so, seht ihr hier schon, da passt was nicht so ganz. Das heißt, ihr müsstet eigentlich einmal einen Dremel nehmen und einmal hier oben die Ecke noch mal ein Stück ausfransen. Also, dass sie dann so ist wie hier. No? Das nur mal so als Tipp. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. So, wie gesagt, der Raspberry Pi kommt hier rein. Wir gucken noch mal, ob die ganzen Kontakte jetzt, die ganzen Stellen alle hier richtig sind. Und das sieht gut aus. Dann nehmen wir unseren Boden, legen den richtig rum da rein. So, dann nehmen wir hier so einen schönen Schraubenzieher und dann schrauben wir die Schrauben in die Löcher. So, ich habe den jetzt extra nicht festgehalten, weil wenn das Gehäuse sich dann bewegt, dann ist er fest. Wie gesagt, das ist ja hier kein Vergaser oder irgendwas in der Richtung, das ist ein elektrisches Gerät. So, und wie gesagt, wenn der anfängt sich mitzubewegen, dann ist die Schraube fest. So, jetzt. Aber wir wollen ja auch nichts kaputt brechen hier. So. Seht ihr? Fest. So.
So, fest. So, damit ist der Raspberry jetzt in dem Gehäuse drin. Ich habe die Ecke natürlich jetzt nicht ausgefräst. So, wie gesagt, wenn ihr die LEDs unbedingt braucht, wäre es nicht übel. Was mir jetzt an dem Gehäuse wirklich gut gefällt, wie gesagt, ist Aluminium, Seiten. Warte mal, da oben müsste eigentlich auch so abgehen. Dann kommen wir hier. Ich hätte das mal irgendwo gesehen, dass das so abgeht. Ja. Gucken wir mal kurz. So, also ich habe das jetzt abbekommen. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen. Der hat hier so kleine Greifnasen rechts und links. Und damit greift er halt in das Gehäuse. Und wenn ihr da nicht aufpasst, dann könnt ihr das auch kaputt brechen. So, das sind die Schraublöcher, wo jetzt halt von unten die Schrauben durch sind. Und wie gesagt, das ist hier dieser Kühlmonolith von oben. Und theoretisch, also wenn ihr jetzt ganz wahnsinnig seid und den Raspberry da jetzt, wie gesagt, erstmal wieder rausnehmt, könnt ihr natürlich auch mit dem Dremel hier noch irgendwie hier noch einen Schlitz reinmachen, hier noch einen anderen Schlitz reinmachen für diese komischen kleinen Anschlüsse. Und das hier, das ist, wie gesagt, Kunststoff. Ist von der Außenseite so ein bisschen gummiert, ist das fasst sich so ein bisschen an wie das Sony Xperia Go, was es damals gab. Also es fühlt sich gummiert an. Das ist richtig klasse. Also wie diese G-Shock Armbänder. Das ist, ja, so fasst sich das an, genau. So. Und wie gesagt, also da könntet ihr theoretisch auch noch kleine Modifikationen dran vornehmen, wenn ihr das unbedingt wollt. Also nur wäre eben halt mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, warum sollte man sowas jetzt kaputt machen? So, wie gesagt, an der Seite steht auch noch schön Flirk dran. Und wie gesagt, so ist das Ganze dann eben halt im eingebauten Zustand. Wie gesagt, ich empfehle euch noch hier, wie gesagt, den Schlitz hier noch zu machen. So, und ansonsten, ja, schönes Gehäuse. So, ich hoffe, er bringt mir jetzt das, was ich mir davon verspreche. Das heißt, ich möchte mein Mediencenter bauen. Und ja, das war's dann jetzt. Vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos. Bis dann.